verstecktes Paradies mitten in Deutschland. Tada! Hier thronen jahrhundertealte Burgen, eingebettet in atemberaubender Natur. Und mittendrin diese nostalgische Bergbahn. Das ist eine der steilsten Standseilbahnen der Welt. Entdeckt mit uns das Schwarzertal im Thüringer Wald. Wir sind gerade im Thüringer Wald unterwegs und hier im grünen Herz Deutschlands wird es gerade Frühling. Und wir zeigen euch jetzt hier eine der schönsten Wanderungen in der Region. Es geht rein ins malerische Schwarzertal. Wart ihr schon mal im Thüringer Wald unterwegs? Wenn ja, wo genau und was habt ihr hier unternommen? Schreibt uns das gerne unten in die Kommentare hinein. Und ansonsten zeigen wir euch jetzt richtig schöne Ausflugstipps. Wir sind jetzt hier am Ortsausgang von Bad Blankenburg und hier gibt es auch eine schöne Übersichtskarte. Wir werden jetzt nämlich gleich über 10 Kilometer immer hier so an der Schwarzer entlang spazieren. Da kommen wir an zahlreichen Burgen und Schlössern vorbei. Da geht es dann bis nach Schwarzburg und anschließend düsen wir mit einer der steilsten Standseilbahnen der Welt nach oben und werden dann noch ein paar Kräuter pflücken. Ich bin gespannt, was jetzt im Frühling schon alles so wächst. Und hinter der Kamera ist auch Felix mit dabei. Hallo Felix. Servus. Weißt du, was man aus Kräutern alles kochen kann? Ja, ich lass mich gleich überraschen. Wir kriegen so einen Mini-Kochkurs. Schaut mal, hier ist schon das erste Highlight. Da ist so ein Wehr. Sieht man auch schön, wie breit die Schwarzer ist. Das erste Stück ging jetzt schon am Wasser entlang und jetzt kommen, glaube ich, die ersten Höhenmeter. Wir wollen jetzt zum Jagdschloss Eberstein, das ist noch 1 Kilometer entfernt, liegt aber irgendwo da auf dem Hügel. So eine Höhle hier. Hallo? Man muss ja mal hören, ob hier jemand lebt. Niemand da. Hier sieht man jetzt schon den Turm und ich glaube, die hatten von hier echt eine gute Aussicht darunter und überall hin. Dieses Jagdschloss hier wurde früher genutzt, um zuerst Wildschweine zu pflegen und sie dann später zu jagen. Und dazu wurde auch unten im Keller Wildtierfutter gelagert. Und ihr seht das, der Blick von hier oben ist sensationell. Man kann sogar bis nach Bad Blankenburg blicken. Da sind wir heute früh gestartet. Und dann tief hinab ins Schwarzertal. Schön! Weiter geht's Richtung Schwarzburg und zum dürren Schild. Hier wird es gerade ein bisschen wilder und zerklüfteter. Wir machen jetzt nämlich noch einen Abstecher zu einem Aussichtspunkt. Hoffentlich schönen Aussichtspunkt. Zwischenziel erreicht. Aussichtspunkt. Na, hervorragend. Hier sieht man die Schwarzburg doch richtig schön. Tada! Schön. Würde ich sagen, gehen wir mal näher ran. Das Örtchen selbst sieht ja auch irgendwie richtig niedlich aus. Vor allem hier das Haus da mit dem Turm da oben. Ich würde gerne in dem Turmzimmer leben. Schwarzburg ist auch ein sehr historischer Ort. Hier wurde nämlich 1919 die erste demokratische Verfassung Deutschlands unterzeichnet, die Weimarer Verfassung. Und wenn man sich hier schon mal ein bisschen umschauen kann, dann sollte man auch das Schloss besuchen. Dort gibt es nämlich ein richtig cooles Zeughaus. Das ist irgendwie imposant und beängstigend zugleich. Da ist nämlich eine mächtige fürstliche Waffenkammer zu sehen. Und für uns geht es jetzt aber weiter. Wir wollen Bahn fahren. Hier ist eine der steilsten Standseilbahnen der Welt. Sieht hier noch gar nicht so steil aus. Es geht los.
Aussicht auch noch sehr schön. Der Wagen, der uns da gerade entgegenkommt, ist schon 100 Jahre alt. Schon seit über 100 Jahren fährt die Bahn jetzt und man sieht das auch sehr schön. Da unten ist so eine Art Aufbau drunter, damit man die Steigung nicht so spürt. Es fühlt sich nämlich echt so an, als fährt man einfach so ebenerdig nach oben. Dabei hat man 25% Neigung hier zwischendurch. Und man braucht ungefähr 18 Minuten bis hier hoch. Jetzt schauen wir uns hier mal ein bisschen um. Hat schon ein bisschen ungewohnt, plötzlich so einen Weitblick zu haben. Willkommen beim Fröbelturm und da oben kann man auch raufgehen. Da schauen wir uns jetzt mal die Aussicht an. Ich hab den Drehwurm. Das stimmt, ich auch. Das müsste mal in die andere Richtung gehen zwischendurch. Hier sind wir. Voll schöne Weitsicht heute. Das Gute an so einem Aussichtsturm ist ja, dass man tatsächlich in alle Richtungen schauen kann. Und wir haben hier verschiedene Fenster zur Auswahl. Hier zum Beispiel können wir bei guter Sicht den Brocken sehen. Wenn wir das Fenster auswählen, da geht es dann Richtung Bad Blankenburg. Da sind wir heute Morgen gestartet. Und dort auf der anderen Seite, da ist der Frankenwald. Und da drüben, seht ihr diesen Fernsehturm da am Horizont? Das ist der Plessberg. Für uns geht es jetzt aber da raus, da runter, um genauer zu sein. Da ist nämlich eine Kräuterwiese und da werden wir mal sehen, was da alles so wächst. Die Region ist bekannt für den Olitätenhandel. Es gibt hier eine große Vielfalt an Kräutern, die man auf dem Kräuterlehrpfad entdecken kann. Wir haben uns hier mit Katharina und Silvia verabredet. Hallo. Hallo. Ihr kennt euch hier nämlich sehr gut mit den Kräutern aus, habe ich gehört. Was wächst denn hier alles? Ja, jetzt zum Beispiel haben wir hier die Bärwurz. Mhm. Das ist ein Kraut, das eigentlich hier auf dieser Höhe sehr typisch ist, das auch nur oberhalb von 600 Metern wächst. Es ist ein sehr aromatisches Kraut, kannst gern mal dran riechen und auch mal kosten dann später. Sieht sehr flauschig aus, finde ich. Ja, ist sehr flauschig, wird am Ende aber doch dann so groß, ist in der Küche richtig gut zu verwenden. Sowohl das Kraut als auch dann später die Samen, die dann in Brot gebacken werden können oder so. Wir sammeln jetzt noch ein paar Kräuter, nehme ich an. Genau. Und dann gibt es später noch einen Mini-Kochkurs. Jetzt geht's zum Kochen. Ich habe auch Hunger mitgebracht. Die Glocke begrüßt uns schon. Das ist übrigens das Fröbelhaus. Da sitzt da Friedrich Fröbel. Er hat den Kindergarten erfunden. Wir gehen jetzt auf den Speicher. Servus. Wir bereiten jetzt hier verschiedene Speisen vor. Zum Beispiel hier Brennnesselchips, das sind die frischen Brennnessel. Die wurden jetzt da gewaschen und werden jetzt hier auf das Backblech verteilt. Dann mit Öl und Salz ergeben das so knusprige Chips. Hier machen wir aus dem Bärwurz, den wir auf der Wiese schon gefunden haben, aus der Bärwurz, ich sag's immer wieder falsch, eine Kräuterbutter. Hier gibt's eine Unkrautbowle, die ist schon vom Vortag. Und dort gibt es Tee aus Birke und Brennnesselblättern. Ich kümmere mich schon mal um das Heißgetränk. Jetzt müssen wir das Ganze nur noch mit Wasser aufgießen. Eigentlich sieht das ganz schön mühsam aus. Ja, man kann, wenn man das möchte, auch sehr gerne einen Mixer verwenden. Das ist dann um einiges einfacher. Vor allem, wenn die Butter noch so hart und kalt ist, oder? Ja. Aber du machst das gut. Ich finde, das sieht sehr lecker aus. Ja, ich habe das schon ein paar Mal geübt. Und jetzt kommt der ultimative Geschmackstest. Ich bin gespannt. Sieht auf jeden Fall sehr lecker aus. Ich habe schon gekostet, ist sehr gut. Und jetzt probieren wir noch das, was mich somit am meisten interessiert, wie Brennnesselchips schmecken. Und? Anders als gedacht, muss ich sagen. Sie brennen nicht auf der Zunge. Sie schmecken auch eigentlich nicht so, wie ich mir Brennnessel vorstelle. Ich probiere noch eins. Schmeckt aber gut. Das sagst du jetzt auch nur fürs Video. Ich habe die Brennnesselchips direkt eingesackt. Die haben nämlich tatsächlich sehr gut geschmeckt.
Und die werden wir auf jeden Fall noch snacken. Von euch freue ich mich aber jetzt erstmal über jeden Daumen nach oben. Wenn euch das Video gefallen hat, denkt an das Abo, um nichts mehr zu verpassen. Und wenn ihr ein weiteres wunderschönes Tal im Thüringer Wald kennenlernen möchtet, könnt ihr hier direkt weiterschauen. Da haben wir nämlich den Lauchergrund besucht. Also, ciao, ciao, bis zum nächsten Mal.